Damit begrüße ich jetzt erneut die Leute auf YouTube dazu. Und ich muss hier gerade noch kurz was ändern, weil man sieht den Chat nicht und ich möchte, dass man den Chat sieht. Jetzt sollte aber alles funktionieren. Und dann geht's gleich weiter mit Sonic Adventure 2. Einzelspieler-Modus, Story und wir spielen die Dark Story. Oh, das ist das ein Remaster? Nee. Es läuft immer noch zu schnell ab. Es ist immer so, als würden sie sich die ganze Zeit kleinreden. Hab das damals auf GameCube gezockt? Ja. Sag mal, kommt es nur mir so vor, dass das Spiel ein bisschen arg laut und slowed down? Wartet mal. Ist doch garantiert wieder mein Firefox. Mein Firefox. Ich weiß nicht, was los ist, aber mein Firefox zieht in letzter Zeit so viel an Arbeitsspeicher, das ist nicht mehr feierlich. Oder ist es die Suche von Nvidia, die ich da gestartet habe, weg damit. Und die Lautstärke werde ich euch ein bisschen runterdrehen. Bruno, du musst mir mal sagen, ob das passt. So, ich muss ja hier ganz nach oben. Hä? Nicht hier? Wartet mal. Was habe ich jetzt bewirkt? Weiß keiner. Au. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht? Fragezeichen. Stärke so gut soweit. Das ist schön. Von meinem Ende her klingt es nämlich sehr, sehr laut, aber ich habe euch das hier ein bisschen leiser gedreht. Was? Was war das denn? Sind das hier die Wachroboter, die Tricks drauf haben, die ich nicht kenne? Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse dieses Ding. Ja, get the Chaos Emeralds. Du bist lustig, Dr. Eggy. War hier gerade B? Drei sich gegenüberstehende Container. Den Schalter habe ich aktiviert. Die Frage ist, bringt es mir irgendwas? Wahrscheinlich nein. Problem ist auch, ich habe hier gar kein Signal mehr von einem Emerald. Ja, das ist auch schön, Eggman. Aber das Signal meines Chaos Emeralds ist weg. Habt ihr den vergessen oder was ist hier los? Das sind ja wahrscheinlich die. Ja, das sind wahrscheinlich die Schalter, die ich brauche, dass unten das Sicherheitssystem weg ist. Richtig? Hier drin, okay.
mit das Gewitter. Okay, der eine ist hier auf der Brücke. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, was ich mit den ganzen Hebeln will. Also hier nicht. Weiter unten. Okay, der hat den zweiten. Jetzt muss ich bloß noch rauskriegen, wo zum Henker der dritte sein soll. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit den ganzen Hebeln hier aktiviere. So, und jetzt bin ich runtergefallen. Wartet mal. Hier unten zeigt er nichts an. Hier ist er grün. Hier oben zeigt er auch nichts mehr an. Push! God damn it, flieg! Nee, auch nicht. God damn it. Das war so gut. Ah, war die bisher beste Runde. Eggman sagt einfach, nö, das war nicht gut. Also, was willst du? Ich mach dich wütend. Wähl du mal den Mist hier. Ja? Ding habe ich auch ewig gesucht. Weißt du denn noch, wo man hin musste? Hey, hier war das doch beim letzten Mal. Bin doch nicht blöd, oder? Oder sind die Dinger immer zufällig? Ey, wenn die Emeralds hier zufällig verteilen, ne, dann... Du weißt auch nicht mehr, wo es war. Zu schade. Knöpfchen. Ja, Eggman, hast du irgendeine Art von Vorarbeit gemacht, dass ich hier irgendwie wissen könnte, wo die Dinger sind? Kiste. Komme ich ja näher. Okay, ein. Aber es, den roten hatten wir letztes Mal woanders. Das heißt wohl, die Mistdinger sind wirklich
zufällig irgendwo versteckt. Problem ist, man hat halt auch so überhaupt gar keinen Hinweis hier. Ja, es ist immer random und wenn man Pech hat, zieht man halt die Arschkarte oder was. Verdammt, Rouge! Ach, Eggman, wenn du glaubst, wir hätten überhaupt noch eine Chance, das Ding zu kriegen, dann bist du schief gewickelt. Ach, Rouge, mach doch einmal. Du bist eine Fledermaus. Flieg wenigstens. Was ist das eigentlich für ein Ding? Muss ich da so eine Kiste draufstellen? Was hältst du davon, Eggman? Wow. Ehrlich jetzt? Ich muss das Vieh kaputt machen. Hä? Wie, das war's nicht? Da ist er drin. Okay. Von wegen, die dämlichen Switches sind alle weiß. Ja, oder sollte es rot-blau sein? Ich habe das Gefühl, dass mit den Switches ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nur eine dämliche Zeitverschwendung. Weil da zeigt es mir auch nichts an. Hier zeigt es mir was an. Eigentlich weiter unten. Okay, hier unten ist schon mal verkehrt. Da ist vermutlich die Ebene hier, bloß die Position ist unklar. Okay, hier ist auch was. Hier habe ich den Schauschlüssel. Oder das hier ist das Ding auf der mittleren Ebene, das kann auch sein. Das wüsste ich auch gerne. Warum zeigt man... Die Hinweise bekommt man ja von den Monitoren, aber kann man nur einmal nutzen. Okay. Das Problem ist halt auch, hier zeigt er was an. Das ist aber nur hier verfügbar. Und das wird nirgendwo orange. Okay, das war das. Heißt das, dass auf der mittleren Ebene ist noch über? Thank you.
Ein von Laser geschützter Ort. Ja, das wäre der ganz oben wahrscheinlich. Aber hier kann ja eigentlich nicht sein, weil... Eigentlich müsste hier mein Radar schon ausschlagen. Jetzt bin ich jetzt zu niedrig, aber... Ja, tut's nicht. Okay, da hatte ich jetzt nochmal ein Signal. Ey, das Level ist doch echt Dreck. Also, sorry. Das kann ich natürlich beim ersten Mal auch nicht überspringen. Und das Schlimme ist, ich kann ja nicht mal 100% Eggman dafür verantwortlich machen. Weil Eggman wollte mir 15 Minuten geben und Rouge hat sich gesagt, ach, ich kann auch 15 nehmen. Sehe gar nicht, wo das ein Problem sein könnte. Moment, da ist ein Tresor-Switch, den ich aktivieren kann. Weiß, dass die Insel hier hoch geht. Ich habe den dämlichen Doom-Timer angemacht. Das war viel höher, als er eigentlich hätte sein müssen. Problem ist... Ah. Hier nicht. Okay, das wird wahrscheinlich wieder so eine... Es ist genau auf der anderen Seite Geschichte sein. Oder auch nicht. Da war nur ein Tier drin. Moment, hä? Sekunde, gibt es einen Bereich direkt hier drüber? Ich versuch den dämlichen... Chaos Emerald zu machen. Was habe ich denn gesagt? Wenn ich nicht 5 Minuten gesagt habe. Ich kann mich hier auch nicht hoch und runter umgucken. Ist okay. Ich gehe jetzt einfach nochmal hoch. Okay, den haben wir. War hier nicht irgendwo ein Monitor, den ich um Hilfe fragen konnte? Nee, dann spring ich runter. Der nächste ist leer? Natürlich kriege ich da noch einen. Wenn mich der Laser erwischt, bin ich hin, ne? Okay, okay. Das bald. Nee, natürlich nicht. Ich meine ja, Rouge hat uns nur 5 gegeben, obwohl wir 15 haben sollten.
Oh, es fühlt sich dreckig an, ausgerechnet da ein A zu kriegen.